Hallihallo, liebe Gothic-Freunde, schön, dass ihr da seid. Wenn man in den Kosmos eintaucht, der die Gothic-Spiele umgibt, dann kommt es immer mal wieder vor, dass man über Geschichten und Begrifflichkeiten stolpert, die man persönlich noch nicht kennt. Und ich habe neulich einen Artikel gelesen und bin über eine Firma gestolpert, eine inzwischen tote Firma mit dem kuriosen Namen Piranha Bytes Red. Komisch, fand ich. Was hat es damit auf sich? Darum soll es in diesem Video gehen. Im Jahre 2012 erschien mit Risen 2 das letzte Piranha Bytes Spiel, an dem der wohl prägendste Kopf des Studios Mike Hoge mitgemischt hatte. Was viele vielleicht nicht wissen, Mike war schon immer ein großer Science-Fiction-Fan. Schon nach Gothic 1 gründete er mit anderen Piranha Bytes Mitarbeitern eine, ja, nennen wir es kleine Arbeitsgruppe, die, während der Rest den Fantasy-Kram kredenzte, an einem Sci-Fi-Shooter mit dem Titel Unplugged werkelte. Ein Endside-Game, welches auf einer von Aliens gedemütigten Erde spielen sollte. Ähnlich wie zum Beispiel bei The Last of Us sollte man sich dort durch von Pflanzen überwucherte Ruinen kämpfen. Aus dem Spiel wurde aber leider nie etwas, doch der Traum vom eigenen Sci-Fi-Stück schien weiterhin in Mike Hoge zu schlummern. Als er sich dann, wie gesagt, 2012 von Piranha Bytes abkehrte, kam es nach zwei weiteren Jahren, wohl im Juli 2014, zur Firmengründung von Piranha Bytes Red. Einer von Piranha Bytes völlig entkoppelten Firma, auch wenn der Name, wie auch das Personal, anderes vermuten lassen würde. Denn Mike Hoge war nicht der einzige alte Piranha im frisch angelegten Teich. Auch Sascha Henrichs und Carsten Edenfeld waren vom Start weg bei der neuen Firma mit im Schwarm. Man könnte spekulieren, dass das Piranha Bytes im Namen die alte Fanschar um sich versammeln sollte. Im Oktober 2014 dann haute die deutsche Sparte des Online-Magazins Eurogamer diesen Artikel raus. Einen Artikel über ein Spiel mit dem Namen Spacetime, in der Mache bei einer Firma namens Piranha Bytes Red und unterstützt mit 80.000 Euro aus der Medienförderung NRW. In diesem ausführlichen Artikel kommt Mike Hoge zu Wort. Es fallen Wörter wie Space Explorer, First-Person-Ansicht, Planeten erkunden und es fällt der etwas kuriose und wohl vom Eurogamer auch aus dem Zusammenhang gerissene Satz: Stell dir vor, du nimmst eine Stadt aus Gothic, steigst ein und fliegst damit durchs All. Der Star des Spiels sollte kein Mensch, sondern das stufenweise ausbaubare modulare Raumschiff sein, dessen Skills man im Laufe des Spiels hätte steigern können. Damit war die Katze aus dem Sack und Mike Hoge schien euphorisch. So euphorisch, dass er auch mit der Community in Foren ausgiebig in Kontakt trat. In etlichen Beiträgen antwortete er auf Fragen und legte offen und ausführlich dar, was das Spiel werden sollte und was eben auch nicht. Spacetime sollte ein düsteres Sci-Fi-Abenteuer werden, in dem es um das erste menschliche Raumschiff gehen sollte, welches mit Überschallgeschwindigkeit fliegt. Als Anführer und Forscher hätte man eine Truppe aus Experten auf dem Weg durch die Milchstraße befehligt, die als Map fungiert hätte, wobei angedacht war, dass man in Einzelfällen auch andere Charaktere hätte steuern können. Das Spiel wollte sich durchaus an Space Explorer Klassikern wie Starflight oder Star Control 2 orientieren, allerdings immer mit Gameplay aus der ersten Person. Das Gameplay wäre in zwei Teile gesplittet gewesen. Zum einen hätte man sich auf dem Raumschiff aufgehalten, dort Dialoge geführt, rumgewerkelt und taktische Weltraumschlachten ausgefochten, bei denen man dann von der Führerbrücke aus die Waffensysteme kommandiert hätte. Zum anderen aber hätte man das Raumschiff auch verlassen, um auf unterschiedlichsten Planeten die 16 verschiedenen Alien-Rassen zu erforschen und Ressourcen zu sammeln, wobei das Spiel in diesen Momenten dann wohl zu einem First-Person-Shooter geworden wäre. Gebaut wurde das Ganze in der Unreal Engine 4. Das waren so die groben Aussagen. Ihr könnt ja sehr gerne mal schreiben, was ihr davon so haltet. Der Austausch zwischen der Community und Mike Hoge im Forum dauerte circa ein Jahr lang an, ehe ab August 2015 plötzlich Funkstille herrschte. Nicht nur im Forum, auch sonst hat man einfach gar nichts mehr gehört. Weder von Spacetime noch von Piranha Bytes Red. Bis August 2016.
Denn da wurden laut dem User Lord Hagen die Facebook- und die Twitter-Seite von Piranha Bytes Red erstellt. Das lässt sich heute nicht mehr genau nachprüfen, da beide Seiten inzwischen gelöscht wurden. Es ist aber davon auszugehen, dass das der Wahrheit entspricht. Also war 2016 offensichtlich noch Leben in der Bude. 2017 dann stellte der an der Entwicklung beteiligte Game Designer Leonard Andrei ein Dokument auf seine Homepage, welches so aussah wie ein Pitch-Dokument. Also ein Dokument, das man samt Vortrag Publishern vorlegt, um sie für das eigene Spiel zu begeistern. Dieses Dokument ist heute als PDF nicht mehr verfügbar. Aber der russische YouTuber Tiamik hat anno dazu mal ein Video gemacht und es somit unfreiwillig archiviert. Dort sieht man einige Bilder, die zu den von Mike Hoge benutzten Schlagworten passen. Anfang 2018 dann war die Internetpräsenz von Piranha Bytes Red plötzlich nicht mehr auffindbar. Das Ende der Firma? Das Ende von Spacetime? Könnte man meinen, aber dann streamten Kai Rosenkranz und Mike Hoge im Sommer 2018 gemeinsam auf Twitch. Can you say something about Spacetime? Yeah, some other guy was asking what I'm doing right now. Mm-hmm. So I'm currently working on a RPG. Sci-fi RPG with the working title Spacetime, and we have a prototype ready, so you're able to get into the captain's seat and command your bridge officers to take the ship to another star system at the other end of our galaxy. This is all running. We have the concept, we have our milestone plans and all that prepared, and are currently looking for a publisher. So that's what's going on right now. We are talking to several bigger publishers and I hope one of them is interested in a cool new game. I hope so too. And I'm sure someone will be interested because it looks super cool. Wird also vielleicht doch noch in irgendeinem Hinterzimmer an Spacetime gearbeitet? Nein. Wie mir ein an der Entwicklung beteiligtes Ex-Piranha Bytes Red-Mitglied bestätigt hat, ist das Spiel gecancelt. Und das, obwohl man einen Publisher gefunden hatte. Doch nachdem man den Deal für Spacetime bekam, gab es aus welchen Gründen auch immer Streitigkeiten mit Piranha Bytes und im Anschluss zusätzlich interne Probleme. Und so landete auch Spacetime auf der Prototyp-Müllhalde. Schade. Ja, damit war auch der zweite Versuch von Mike Hoge gescheitert, ein Science-Fiction-Spiel zu machen. Was zum einen sehr schade für ihn ist, aber auch irgendwie für uns. Es wäre nämlich sehr interessant mal zu sehen, zu was der führende Gothic-Kopf, ich glaube, so kann man ihn schon nennen, in der Lage wäre, wenn er mal diese Piranha Bytes Formelpfade verlässt. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir es eines Tages ja doch nochmal irgendwie irgendwo präsentiert. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal wieder ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und wünsche euch bis dahin alles Gute. Ciao.